Hallöchen. Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Es ist mir ein Bedürfnis, dich ja zu grüßen in diesem neuen Jahr mit diesem ersten Video. Vielleicht ist es das erste, was du von mir siehst. Vielleicht verfolgst du mich aber auch schon seit einem Jahr. Also seit ungefähr einem Jahr sind wir jetzt gemeinsam auf dem Weg. Beziehungsweise bin ich hier so auf YouTube unterwegs und es war ein sehr spannendes 2017. Ich habe ja im Februar, bin ich nach Thailand geflogen, wollte da 2 Monate Urlaub machen und am Ende bin ich sozusagen gar nicht mehr zurückgekehrt, habe Praxis aufgegeben und meine Wohnung aufgegeben und ja, seitdem reise ich umher und bin immer noch quasi auf diesem Weg, in dieser Zwischenphase sozusagen, die sehr herausfordernde Phasen immer wieder hat. Wenn du das Video siehst, dann werde ich in Indien sein. Ja, ich bin nicht mehr auf Bali. Ich war ehrlich gesagt nur sehr kurz auf Bali. Ich hatte noch so viele Videos aus Deutschland, dass ich da auf Bali jetzt nur, hab den nur 3 gesehen. Jetzt gerade bin ich noch in Bangkok, quasi im Transit wegen dem Visa. Und wenn ihr das Video seht, dann werde ich in Indien sein beim Meditieren und Schweigen, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche diese Innenschau. Ich bin auf Bali nicht so gut zurechtgekommen. Es ist eine wunderschöne Insel, also an der Insel lag es nicht. Es gab irgendwie eher was in der Kommunikation zwischen mir und dem Ort, oder ich habe einfach mein Thema da mitgenommen und habe gemerkt, ich brauche mehr Halt, als ich dort haben konnte. Ich kann das auch noch nicht so richtig fassen, nicht so richtig in Worte fassen. Also ich wollte einfach Danke sagen, mich kurz melden, und ich weiß noch nicht, wie das in Indien sein wird. Achso, ich wollte noch sagen, ich wollte euch eigentlich gerne eine schöne Umgebung aus Bangkok irgendwie zeigen, aber es hat immer nicht geklappt, es war immer viel zu laut und deswegen seht ihr mich jetzt hier in meinem Doppelstockbett im Dormitory, also im Gemeinschaftsschlafsaal mit Wäscheleine und Handtuch und was weiß ich alles. Ja, wo war ich gerade? Ja, genau. Ich weiß noch nicht, wie die Situation in Indien sein wird. Ob ich da gut Videos hochladen kann, weil ich in einem Ashram bin und ich weiß nicht, wie ich da Internet habe. Also wundere dich nicht, falls jetzt vielleicht nicht so viele, nicht so gute Qualität oder gar keine Videos kommen. Ich weiß es einfach wirklich noch nicht, was mir da begegnen wird. Ja, deswegen war es mir jetzt wichtig, das noch aufzunehmen, wo ich jetzt kurz weiß, dass es wahrscheinlich noch schaffe, hochzuladen hier in Bangkok. Genau, ich freue mich auf ein spannendes weiteres Jahr. 2018 wird auf jeden Fall entscheidend Entscheidungen bringen. Ich habe schon ein paar Ideen, auch für YouTube, und natürlich werde ich dich weiter mitnehmen. Zumindest glaube ich das. Also, ich bin gespannt. Ich habe jetzt an Bali gemerkt, ich hatte ja noch nicht mal gedacht, dass ich große Pläne habe, aber ich hatte doch schon Vorstellungen und habe gemerkt, ich muss die loslassen. Und das, was ich auf jeden Fall jetzt so mitnehmen kann, ist, dass das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt hier bin, und was nachher ist, das kann ich gar nicht mehr sagen. Also es ist wirklich ein großer Wandlungsprozess und damit sehr, sehr spannend. Ich bin immer wieder gezwungen, im Moment zu sein, und ja, die Vorstellung loszulassen, immer wieder loslassen, loslassen, loslassen und achtsam zu sein für den Moment und Schritt für Schritt zu gehen. Ja. Also ich wünsche dir von Herzen, dass du auch ein Jahr hast, wo du gut mit dir im Kontakt bist, wo du ja mutig die Schritte gehst, die du in dir spürst, und einfach die Dinge tust, die es zu tun gibt.
Ja, ich merke, ich bin durch das, was mir die letzten Wochen passiert ist, sehr bescheiden geworden. Und ja, schreib mir gerne in die Kommentare, was dein, ob du irgendwelche Wünsche hast für 2018, irgendwelche Dinge hast, die du gerne umsetzen möchtest. Oder ob du ganz zufrieden bist mit dem, wie es ist. Und ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar und über jeden Daumen nach oben. Und ja, hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos. Vielleicht magst du da noch weiterschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wann das erscheint, kann ich dir allerdings noch nicht sagen. Okay, dann alles Liebe von mir. Ciao.